Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Tarikon und wir spielen heute Ship Graveyard Simulator. Wir werden uns quasi hier und heute damit beschäftigen, wie man Schiffe fachgerecht zerlegt, daraus eine Menge Kohle macht und ja, Geld verdient. Wir fangen damit an, dass wir da drüben mal rübergehen. Finde Metallschrott und vernichte ihn. Demontiere frohes Zerstören. Kritische Punkte, wenn du es richtig anstellst, kannst du die Zerstörungsmassen von den Ziele auf glühenden Funken, um mehr Schaden zu verursachen. Verbessere Gewinn, mehr Erfahrung in der Hammerbeherrschung, indem du Punkte deinem Fähigkeitsbaum investierst. So, wir gucken mal kurz, da ist die Taschenlampe. Hammer T1. Und wir hämmern da mal kräftig drauf. Und haben da das Haus bekommen. Mitarbeiter Stufe 2. Baubaracken, um einen Arbeiter einzustellen. So. Da liegt auch jede Menge Eisen rum. Na, komm her. Eisen. Was liegt hier noch rum? Ein rostiger Balken. Den kriege ich nicht. Warum nicht? Da verändert sich nichts. Hier ist ein Metallständer, dreimal rostiger Stahl und Gusseisen. Drüben liegt auch einzelnes Zeug rum. Am Anfang kann man halt wenig machen. Da ist nichts mit großem Schiff zerlegen. Da muss man erstmal ja die kleinen Teile vornehmen. Hier, das sieht gut aus.
Siegerbalken Balken aus Kupfer. Leuchtet zwar, kriege ich aber nicht. Also, da brauche ich anderes Werkzeug, wie es das aussieht. So, wo war denn jetzt hier? War die Taschenlampe? Hatten wir nicht irgendwo auch einen Talentbaum? Verkauf Material auf dem Markt. Machen wir gleich. Hier liegt auch noch was rum. Kein Platz im Equipment. Ich bin voll. So, da drüben ist meine Hütte. Da ist einer. Was macht der? Da ist der Markt. Du kannst den sorgfältig gesammelten Materialien verkaufen. Der Koffer ist nicht der schönste Mann der Welt, aber er bietet gute Preise. Die Marktpreise ändern sich täglich, je nachdem, was du verkaufst. Okay. Das sind die Marktpreise. Kupfer bietet ist aktuell recht gut mit 8. Da packen wir was rein. Rostiger Stahl. Haben wir auch einen ganzen Schwung? Gusseisen. Das ist das. 7. Und dann haben wir noch Öl. Auch 7. Packen wir alles rüber. Handle. Kaufe neue Werkzeuge. Hier kannst du neue Gegenstände kaufen, die dir bei der Zerstörung von Schiffen sicher helfen. Du kannst einen Verkäufer erzeugen, ein neues Sortiment zu bestellen, um es in sein Geschäft zu kaufen. Aber natürlich nicht umsonst. So. Da gibt's. Das heißt der Dietrich, aber das ist eine Säge. Und das heißt Dietrich und ist ein Dietrich. Aber die Dietrich-Säge ist witzig. Die ist eindeutig falsch betitelt. So, und Dietrich kann ich mir aktuell noch nicht leisten. Shop-Upgrades. Gut. Punkte im Fähigkeitsbaum ausgeben. Wo war das? Wo mache ich das? Tutorial. Fortschritt. Machen wir anders. Optionen. Steuerung. Hacke, Sprint, Hauptaktion, verwende. Fähigkeitsbaum war die U. So. Kriegen wir den neuen Hammer?
So. Und es geht zurück zum Schiff. Und mit der Säge. Die ich jetzt wieder nicht finde. Okay. Steuerung. Equipment war unter Tab. Na, das war doch einfach. Das ist nicht, was ich will. Das ist nicht, was ich will. Equipment ist quasi mein Inventar. Werkzeuge. Unter Q. Na, das geht doch. So, da haben wir die Säge und ab geht's. Jetzt bin ich gerade irritiert. Ich dachte, ich kriege hier mehr von, aber... bisschen Praxis kriegen hier. Möglichst eng an die Kante zeigen. Dann spart kriegt man hier doch einen größeren Block raus. Und es spart sich doch etwas mehr Sägerei. Was haben wir hier noch? Dietriche. Da haben wir den ersten Pöller. Und der nächste ist weg. Gibt schönen Stahl. Hier liegt noch ein einzelner Stahl rum. Unbewacht. Liegt auch rum. Schön auf die Glitzerdinger hauen. Wenn vorhanden. So,
Und wir greifen rüber zur Säge. Zielen wieder schön an die Kante. Schnitt Nummer 1. Schnitt Nummer 2. So, der erste Tag ist was rum. Da sind noch ein paar Sachen. Da oben ist noch ein Pöller. Kommen wir da ran. Und das war's. Kann ich nicht rüber hopsen. Ich muss dann wirklich da lang. Okay. So, gucken mal, ob die Händler noch da sind. Die sind noch da. Alles mal noch verkaufen, 322. Damit haben wir ein bisschen was in der Tasche. Wir holen uns noch mal schnell die Dietriche. Du besitzt 4 von 4. Okay. Die eine Kiste würde ich jetzt noch aufmachen. Frage war, wo war sie? Da ist sie. Bewege die Maus, um das Schloss zu drehen. Halte die Leertaste, um das Schloss zu drehen. Was gibt's denn? Es gibt Öl und es gibt Alkohol. Und die Holzkiste kann man nicht knacken. So, wir sammeln hier noch die Sachen ein. So, hier war nichts. Hier war nichts. So, ich gucke jetzt gerade wegen Kisten. Das ist der Grund meiner aktuellen Suche. Mitarbeiterstufe 3.
Ja, wir kaufen, sammeln hier erstmal alles auf. Was hier irgendwie von Interesse ist. Erfahrungspunkte sammeln. Ein neues Level. Dann gucken wir noch mal rein, was wir da bei U kriegen. Hammerschäden, noch ein Hoch. Equipment Slot. Ja, das heißt, wir haben den Hammer jetzt only aufgewertet. Wir sind entschieden besser dran. Blockade entfernen. Benzin, sehr schön. Alkohol und Alkohol. So, wir haben ja hier aufgewertet. Habe ich jetzt nicht so richtig erkannt, dass der jetzt mehr Bums hat. Da Hammer T1. Achso, ich muss. Ich habe nur einen T1 Hammer und der haut natürlich dann nur T1 mäßig zu. Aber die Chance, dass vielleicht mehr rausdroppt, ist gegeben. Okay. So, mein Täschchen ist wieder voll. Alkohol ist doch. Na gut, sind. Ist alles im Besitz. So, Shop Upgrade würde mich 800 kosten. Habe ich aktuell nicht. So. Bestelle ein Schiff. Machen wir noch glatt. Wir fangen natürlich mit einem kleinen Schiff an. Das verlangt dann nur $100 am Tag, glaube ich. Gewicht 3600, rostiger Stahl, Edelstahl fehlt, Stahl sehr wenig, rostiger Stahl mittel,
Kupferklein fehlt, Alkohol, Silberschrott fehlt, fehlt, fehlt. Gusseisen klein, Blei wenig, Öl viel, Benzin fehlt, fehlt, fehlt. Shiptube.com. Nehmen wir trotzdem. Realisiert. So. Du wachst am nächsten Tag um 8 auf, wenn das Schiff da ist. Gut. Haben wir erledigt. Und da ist mein Schiffchen. Das bringt nichts. Wobei. Das Ding zu verdammen war gar nicht so einfach jetzt hier. Irgendwie fehlt es da an den richtigen Stellen. Ich bin dafür, dass wir erstmal hier alles zerdeppern und danach alles einsammeln. Trifft die richtigen Punkte. Und ist gleich alles vorbei, ja.
Da ist nichts drin, da ist nichts dran, das ist nur Müll. Das erinnert mich an ein anderes Spiel. War das Skyrim oder ja, kann ich noch nicht ran. Da fehlt mir die entsprechenden Familienwerkzeuge. Außerdem haben wir hier oben noch was. Chemikalien. Die Paletten zählen auch. Also, ich habe gerade gesehen. 54, 51. Und wir sind auch auf 76. Und die Box zählt auch. 76, 47.
Ups. So, wir haben gerade, sehe ich gerade, wieder jede Menge Hammerschäden erhöht. Hammerschäden erhöht. So, Sägeschärfe, Max Schärfe. Sägeschaden, Equipment. Hammerschäden. Nicht genug Fertigkeitspunkte. Brenner, Mob. Ja, gewisse Sachen haben ja einen gewissen Stapelwert. Deswegen kann man da ein paar Sachen. So, die Kiste 76,47. Okay. Was gelernt? Nimmt man sich die untere Palette vor, platzen alle, die da drüber sind. Ebenfalls. Gut. So, ich werde mal kurz hier das Auto vollpacken. Öffne Gepäckfach. Ah, da sind schon Sachen drauf. Da sind. Nee. Sind sie nicht? Sind alle bei mir. Waren alle bei mir in der Tasche. Jetzt aus meiner Tasche wieder leer. Was sagt uns das? Ist es sinnvoll, das Auto auch mitzuleveln? Damit man was zu tun hat oder was wegzuschleppen kann. So, wir haben jetzt hier noch die Säge. Viermal Kupfer. Jawohl, gab auch viermal Kupfer. So, 98%. Ich weiß genau, woran es klemmt. Weil ich habe leider hier kein Dings. Da brauche ich eine Lötlampe oder ein Schweißgerät. Die habe ich nicht. So, ich gucke mal kurz. Kann ich das Auto aufwerten? Nee, kann ich nicht. Autoslot plus zwei Fahrzeugslots habe ich ignoriert. Kommt nicht immer vor. Moment, was? Versorgungsprogramme. Dietriche, okay.
Verwaltung. Okay. Workshop. Werkstatt, schmelzen. Kombinieren Sie die Materialien und schmelzen Sie, um neue Legierungen herzustellen. Jede Legierung erfordert unterschiedliche Schmelzbedingungen. Du musst den Ofen sorgfältig positionieren und vorsichtig sein. Ein Fehler kann deine Materialien zerstören. Lager. Benutze das Lager in der Nähe des Ofens, um Materialien zu lagern. Erweitere die Werkstatt, um neue Umschmelzoptionen zu erhalten. Temperatur, Luft- und Wassertemperatur sind für den Umschmelzer wichtig. Durch die Aufrüstung erhöhst du auch den Lagerplatz. So, Gusseisen. Aluminium, rostiger Stahl. Das werde ich dann mal noch verkaufen. Verwende den Ofen, um umlegierten Stahl herzustellen. Kerosin. Okay. Rostiger Stahl, Kupfer. Ah, okay. Da muss ich nächstes Mal aufpassen. Gehen wir jetzt mal hier rüber. Tooltip, Toolshop Tier 1. Das heißt, der braucht unlegierten Stahl. Rostiger Stahl und Kupfer. Das heißt, all die Sachen, die ich aktuell nicht mehr habe. Nur noch wenige Sachen auf dem Schiff. Die noch nicht zerstört sind. So, die ganzen Ressourcen eingesammelt. Alles von Relevanz. Die Rohre kriege ich nicht kaputt. Ist anscheinend auch nicht vorgesehen. Vier bleibt dabei.
Rostiger Stahl. Ja, noch mal ein bisschen von anderen Stellen holen. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs, so wie er stand. Sehr schön. So, ich werde dann gleich mal auch mir ein neues Schiff bestellen, weil morgen brauche ich auch wieder eins und das aktuelle ist leergeräumt, bis auf die Elektronik, die ja nicht geht. Aber ich bin mit dem abgebauten Material sehr zufrieden. Hier haben wir wieder etwas Kupfer bekommen. Das geht entschieden schneller inzwischen. Mit dem besseren Hammer und dem richtigen Punkt ist man ganz schnell dabei, die Sachen zu zerlegen. So, ich habe Mitternacht durch. Es wird hier nicht ganz dunkel, wie es aussieht. Aber es sieht hier in dem Spiel so leicht aus. Jeder, der schon mal versucht hat, einen Stahlträger durchzusägen, der weiß, was da an Muskelkraft drauf geht. Mein lieber Schwan. So, zurück zum Auto. War hier noch was von Interesse? Nope. Dann ab zum Auto, schnell ein neues Schiff holen, weil das aktuelle ist leer. Und nochmal 100 Euro für ein leeres Schiff zu zahlen, darauf habe ich nun wirklich keine Lust. Und ihr denke ich mal auch nicht. So. Ja, das mit dem Einparken muss ich noch ein bisschen üben. Verwenden. So. Warte mal, das ist meins, ne? Reservierung annullieren.
Zurück. So, das Ding ist leergeräumt. Dann haben wir hier rostiger Stahl, Edelstahl fehlt. Öl, Mittel, Titan fehlt, Blei, sehr wenig, Gusseisen. So, da kriege ich ein neues Schiffchen. Und wir gucken mal kurz, ob wir hier nicht mit den Materialien, die wir da reinpacken, was Sinnvolles machen können. So, lala. Ach so, Moment, das klappt wohl nicht. Rostiger Stahl. Kupfer. Haben wir da? Ja, mal gucken. Rostiger Stahl 5. Ah, den können wir sogar hochstocken bis auf 25. Okay. Rostiger Stahl. Machen wir mal voll hier. Ich möchte meinen, da waren auch noch ein ganzer Schwung. So, komm her hier. Können wir hier den teilen? Ja, können wir. So, 22, 22 zu. Da ist ja noch einer. So, 24, 24, 1000 Grad. Dann würde ich sagen, war's das? Das war's schon. Das ging flott. Steige auf und erhalte Zugang zu neuen Schiffen und Richtlinien. Lieber die erforderlichen Materialien und Schlangen abschließen und die Belohnung zu halten. Du wirst nie alle Aufträge abarbeiten können. Jeden Tag kommen neue hinzu. Neue hinzu. Das ist ein bisschen unpraktisch. Sollen sie doch in eine Kiste fallen, die nach vorne rollt oder so? So, Shop-Upgrade, unlegierter Stahl hätten wir da. Markt, ach da drüben, da drüben, da drüben ist was. Neuer Auftrag verfügbar. Wenn der Bestellung nachfragen, werden täglich angezeigt, wenn du keine, wenn du keine Aufträge annimmst. Nein, mal Öl. So, unlegierten Stahl. Da packen wir mal 20 rein. Wir gucken kurz, wozu brauchen wir Gussstahl? Gusseisen, Stahl, Messing, Kupfer, Aluminium, Messing. Okay. Kupfer und Bronze ist eigentlich. Ah ne, Kupfer und Messing ist eigentlich. Nee, Kupfer und Zinn ist Bronze. Ja, ein bisschen verwirrt. Gut, dann lassen wir den hier auch mal zwei Stapel liegen. Kupfer kann hier drinnen bleiben und Gusseisen lassen wir auch mal. Machen wir, verkaufen wir hier von dem fertigen. Was gibt das? Viermal
Ah, hier haben wir es. Unlegitter Stahl 14. Rechnet sich das? Das war rostiger Stahl und Kupfer. Das sind zusammen 12. Das sind tatsächlich zwei mehr, okay. Das heißt, es lohnt sich, das zu veredeln. Kerosin 27 aus Öl und Öl. Das wären 14. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Aber jetzt geht's ab in die Eier. Man muss ja wissen, wo man bleibt, ne? Da gibt's das neue Schiffchen. Und die haben das, der hat das Auto wieder über Nacht ohne eingepackt, die Einzelmännchen. Und ich habe Level Up, sehe ich gerade. Zwei Stück gekriegt. Wo geht's hoch? Werden wir gleich sehen. Hochkommen ist nicht vorgesehen, oder wie? Das bringt hier nichts weiter. Was ist das?
Ach, ich brauche noch einen besseren Hammer. Ja, wer auf die rostigen Stellen haut, haut richtig. Dave Meister, da brauche ich. Da muss jemand anders ran. Aluminium. So, Auftrag war Öl. Ja, hier wird fleißig mit der Hammer geschwungen. Möglichst auf die Glitzer. So, haben wir jetzt genug für die Quest? Ach, ich habe ja noch ganz vergessen hier, ich kann ja noch zwei Punkte setzen. So, machen wir kurz Materialpreise. Plus 5. Plus 5. Plus 5. Schiffspreise ein bisschen runter.
So, Tasche ist voll. Kupfer, nee, geht noch ein bisschen. Achso, die Gusseisenwürfel sind voll. So, jetzt geht nichts mehr. Ja, auch hier geht's flott von der Hand. Wir müssen dann mal gucken, dass wir hier schnellstens einen anständigen Ersatz bekommen, weil der Hammer hat es hinter sich und außerdem brauchen wir dringend mal eine Lötlampe. Was sind Kraftstoff, Stahl und Blei. Ne, besorge dir ein höheres Dings. Da ist auch Öl. Ja, dann muss ich und brauche ich hier unbedingt etwas Besseres. So, fahren wir erstmal rüber. Da nicht auch noch Öl? Oder ist Kupfer? Da ist Öl. Da ist Kupfer. Gut. Bestellung liefern. Hat gerade keine Aufträge. Neuer Auftrag ist verfügbar. So, ich gucke erstmal schnell, ob wir hier bei dem nicht das Ding hochkriegen. Den Laden aufstufen können, weil das ist dringend notwendig. Shop-Upgrade 15 Kupfer und 800.
Wo ist mein Gold? Da, 540. Da ist er. So, 5 und 5. 1000. So, dann haben wir hier Stahl und Gussstahl. Öl und Öl ergibt Kerosin. Das hat man ja gesehen. Das ist ja richtig gut. So, das muss bei 500 brennen. So, mal gucken. Öl und Öl ergibt Kerosin. So, was haben wir hier noch? Aluminium haben wir gerade nicht und Kupfer haben wir auch nicht. Und hier Stahl und Stahl ergibt gehärteten Stahl. Rostigen Stahl, Stahl, aber Stahl selbst kann ich nicht herstellen. Auf Niveau 2 brauche ich aus, also auch, geht auch nicht. So, Gusseisen und Stahl habe ich nicht. Ich habe nur rostigen Stahl. Und an Kupfer mangelt es gerade. So, die Preise sind etwas besser geworden. Kerosin 31. Verkaufen. Ich habe hier rostigen Stahl. Zweimal. Dazu Gusseisen. Unlegierter Stahl. Kupfer gibt es nicht. 912. So. Das Problem ist jetzt, dass mir jetzt wieder hier Dings fehlt, ne? Man sollte nicht vergessen, dass da auch noch was drin ist. So, Alkohol. Alkohol, hier hast du. Also Benzin oder Öl gibt es grundsätzlich nicht. Das haben wir schon. Das ist Benzin. Moment, kann ich mit Benzin ausmachen? Benzin wird dann verkauft. Hier ist Silberschrott, der wird verkauft. Kupfer. Nee, das ist Aluminium. Das ist Stahl. Rostiger Stahl, Aluminium. Rostiger Stahl, zweimal. Aluminium, Kupfer, zweimal. Auf 1000 Grad stellen. So, und wir haben ganz vergessen, dass wir da hinten einen Auftrag haben. Kerosin. 558. Kerosin akzeptiere ich. Der gefällt mir.
Job Upgrade, rostiger Stahl und Kupfer. Da muss ich nochmal auf die Wiesen. So, hier haben wir Gusseisen und Stahl. Stahl hätte ich einmal. Gusseisen hätte ich einmal. Ergibt Gussstahl. Temperatur 1500. So, dann hätte ich hier Aluminium, Kupfer, Temperatur 500. Ding. Gussstahl. Benzin. Ja, das bedeutet leider, ich nicht rechtzeitig den neuen Hammer, also ablehnen. Hatte ich jetzt 213 am Tag. Der hat viel drauf. Rostiger Stahl fehlt, Edelstahl fehlt. Umfeld, Alkohol, Goldfragment klein, Gusseisen, Blei, Öl, Öl viel. So, ab ins Bett. So, ich brauche noch mal gucken, zumindest Sicherheit. Klinge. Ja, hier steht Dietrich, aber hier drüben steht Klinge. Ist natürlich ein bisschen witzig. Aber darum geht es jetzt nicht. So, ich brauche 15 Kupfer und 10 mal rostiger Stahl. Und ich brauche jede Menge Öl.
Stürzen 96, da passiert nichts, okay. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier ein Vordeck. Mit schönen Druckpunkten. So, auch das Ding geht hier schnell weg. Hier brauche ich alles einen zweiten Hammer, einen Zweierhammer, nicht einen zweiten, einen Zweierhammer. So, das Ding hat sich gelohnt. Gucken wir mal kurz. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Alkohol brauchen wir auch erstmal nicht. So, Benzin brauchen wir nicht. Stahl brauchen wir nicht. Und Aluminium brauchen wir auch nicht. So, es geht hier um die Dinger da. Davon brauchen wir meines Wissens 15 und davon brauchen wir 10. Da fehlt noch was. Kerosin brauchen wir auch noch. Okay. Kupfer. Da ist Kupfer. Kupfer und Kupfer.
Ach, ich bin vorne noch nicht. Ich dachte, da hinten ist noch eine Luke. Aber. Da oben haben sie einen Safe versteckt. So, ich werde jetzt schnell nach Hause fahren. Mal gucken, dass ich die Aufträge erstmal fertig kriege. Unter anderem auch die neue Werkstatt. Oder neuen Markt, neuen Markt. So, da bin ich. So, 800 habe ich in der Tasche. Jawohl, ja. Woher? 15 Kupfer. Ich habe kein Kupfer in der Tasche, das ist. Jetzt aber. So, Stahlhammer Tier 2. Da ist ein Ölmob. Ein Winkelschleifer Stahlhammer Tier 2. Ein Brenner für 800. Den will ich haben und einen Ölmob. Der ist auf alle Fälle was wert. Kostet mich 700. Winkelschleifer. Ist ein Upgrade davon. Hammer. Dietrich. So, dann werden wir mal hier Öl in anständig Kerosin umwandeln hier. Da ist es, 500 was. Ist es noch? Glaube, das Problem ist wenig, ne? Der Auftrag war 12. Der Auftrag waren 12 Kerosin. Die habe ich nicht. Ich habe nur 10 in der Tasche. So, unlegierten Stahl. Ist ein bisschen was wert. Gusseisen. Was habe ich hier noch? Also ich habe hier Kupfer. Tausend.
Da habe ich alles nicht. Aluminium. Moment. Aluminium war mit Kupfer aufwertbar und Stahl war auch noch mal weiter wandelbar. Also Stahl 1. Ja, es fehlt an Geld wieder mal und es fehlt am Werkzeug. Und Kerosin ist halt auch zu wenig da. So, das alles, was ich brauche, ist ein anständiger Hammer. Der hat Priorität und kostet mich 800, glaube ich. Weil ich kann so viele Tiere nicht abklopfen. Das ist unglaublich. Vor allem das ganze Aluminiumzeug, was Geld bringen würde. Das ganze Aluminiumzeug kann ich nicht abbauen. Warum im dunklen Abend, wenn ich eine Taschenlampe habe? Die stehen hier im Weg rum.
Auto. Auto. Voll knallen da. Alle weg von denen. Die Kisten werden nicht zerlegt. Brauche ich noch. Na, geh hoch da. Da habe ich da noch ein paar Schätze gefunden. Ab und jetzt noch ein Level ab oder? Hat's ja noch zwei Level ab. Autoslot.
So, da haben wir doch noch einige CC mitgenommen. Dann werden wir gleich mal gucken, was wir hier bei meinem Händler des Vertrauens loswerden. Unveredelt natürlich. So, Alkohol kann weg. Silberschrott kann auch weg. Oder konnte ich mit dem Silber irgendwas anfangen? Blei, Kupfer, Stahl, Stahl. Das ist alles Ofenniveau 2. Das ist Öl. Hat nicht gereicht für das Öl. Dann habe ich da noch zweimal Stahl drin. So, hier haben wir das Edelstahl. Chrom und Titan. So, das ist Aluminium, das ist Kupfer, rostiger Stahl, Aluminium, Kupfer, Kupfer. So, Gusseisen, 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 Stahl und Stahl. So, erstmal hier rüber. Wir gucken wieder das Übliche. Erstmal das Bessere. Wir haben Aluminium. Wir haben einmal Kupfer. Ganze läuft bei 500. Jawohl. So, wir haben Stahl zweimal. Wir haben zweimal Gusseisen. Und wir haben 1, 2, 15. Zweiundzwanzig mal 4000 Grad. Also mit dem Auspuff ist ein bisschen ungünstig. Irgendeine Schräge, die das nach vorne rollen lässt oder so. So, ich würde sagen, alle drüber. Und was Krieg. Jo, 1200. Das ist doch ein Wort. So. Ah, nicht 1200, 1124. Ölmob. 700.
Komm hier, Gusseisen kriegst du immer. Was ich brauche ist jetzt nochmal Öl, damit ich Dings abbauen kann. Damit ich den Auftrag abschließen kann. So, Taschenlampe, Auftrag, da ist er. Hat sich ja gelohnt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da zu viel Öl gibt. Da sind noch rustige Balken. Heute geht es erstmal ums Öl. Hier oben war kein Öl weiter. Oh, das war ihn zu weit. Ja, ich brauche zu lange für das Schiff. Boah, dass ich so viel Öl aus dem kleinen Fleck kriege, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. So, wenn ich beide, schaffe ich es noch kurz vor 8, mir ein neues Schiff zu bestellen. Weil das hier ist jetzt ausgelutscht. Wobei da ist noch jede Menge Aluminium drauf und Kupfer ist auch noch drauf, die natürlich gesiegt. Aber ob ich da die mir dafür nicht ein neues hole, das ist die große Frage. So, hier ist halt alles durch. Hier vorne ist auch nichts mehr. Ja, was ist jetzt noch drauf? Alles, was ich mit einem Zweierhammer kaputt kloppen kann. Und mit Schweißgerät. Das hole ich mir jetzt. Du musst auch bedenken, dass du auch nicht alles sofort machen kannst. Du brauchst manchmal eh nur 2 Tage dafür. Soweit die Überlegung.
Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 500. Also lassen wir das Schiff stehen. Das bauen wir jetzt gleich ab und heute Abend ist es dann leer. So, dann habe ich jetzt hier auch die Kohle für die nächste Quest. Naja, verfügbar, da ist er. Das ist der unlegierter Stahl. Ja, davon kriegen wir genug. Zwei, zwei. Alle drüber. So, wir haben 1300 Stahlhammer. Wie sieht das aus? Jetzt kriegen wir die ganzen Feuersachen weg. Komm her, kurz Eisen kriegst du auch noch. Das bleibt hier. So, wir gucken kurz drin. Radius des Mobs. Mob-Schäden. Nee. Schärfe der Säge, scharfe Klinge, Hammerschäden. Versorgungsprogramme, Dietriche, Verwaltung, Markt, Arbeiter. Aber das noch komplett freigeschaltet. Ich meine, komplett noch nicht vorhanden. So, prüf hier die Preise von Metall noch. Das ist natürlich hier extrem hilfreich. Das wird jetzt im Fokus sein, bis das natürlich durch ist. Den Brenner habe ich jetzt natürlich gar nicht. Da fehlt es immer noch. Aber das ist okay. Die Industriepumpe, die liefert mir jetzt auch gutes Material, Stahl und Benzin.
drin ist auch noch Blei. Der erotische Ständer. So, schönes blaues Zeug. Jawohl, ja, alles zu mir. Alles meins, alles meins. Ja. Ja, das hätte ich jetzt weggeschmissen. Das, wenn ich das Schiff weg abgestellt hätte, dann wäre das nicht dabei gewesen. So, natürlich, die Dinger kriege ich noch nicht. Der Starschrank ist Starschrank. Das muss ich auch abschweißen. Abschweißen. Brenner. Auch ein Brenner. Das heißt, da muss ich mit dem Brenner ran. Das hilft nichts. Das ist halt so. Auch ein Brenner. Auch ein Brenner. Auch ein Brenner. 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 Aber das kriege ich wieder. Das ist schönes. Stahl und Blei, die kommen zu mir hier. So. Die Rohre, die... Oh, die muss ich... Da muss ich mit dem da muss ich mit dem Winkelschleifer ran. Hilft da nichts. Die sind Level 2. Aber das Ding kriege ich hier schon. Nicht so früh über alles wegschmeißen. So, die müssen durchgesägt werden. Und der ist auch ein schöner. Ja, das lohnt sich doch hier. Soll man da sagen, ich war schlecht vorbereitet. So, her mit der Säge. Wir haben es Mittag. Heute Abend ist das Ding zerlegt. Inklusive den Brenner habe ich dann auch. Bin ich mir noch ziemlich sicher. So, rauskommen sollten 4 Kupfer. Ich vermute mal, ich habe sie. Rauskommen sollten 8 Kupfer. Ich vermute, ich habe es ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nummer 8 haben sie mir geklaut. Schweinerei. So, was sagt hier Dings? Säge und Säge schauen plus 10% Max Schärfe. Das ist mit Max Schärfe gemeint. Bis 10% Sägeschaden, das verstehe ich ja noch. So, Verwaltung, komm hier. Autoslots. So, die werden hier im Akkord abgebaut.
Interessant wird es ja dann, wenn ich dann Arbeiter kriege. Ich habe keine Ahnung, was der dann macht. So, gleich ist es soweit. Also eins habe ich mir gemerkt, reich wird man aktuell noch nicht. Die Ausgaben decken gerade mal so die Einnahmen und die Neuanschaffung. Und ich lebe in einer Hütte. In einer Bruchhütte. Aber ich habe Computeranschluss. Kann Schiffe bestellen. So, fast geschafft. Letzter Balken, den ich sägen muss. Ich freue mich schon auf den Winkelschleifer. Durch. Selbst das virtuelle Sägen ist ermüdend. So, ich kann nichts mehr aufheben. Ich bin wahrscheinlich proppenvoll. Meister Propper voll. Da sehe ich ja auch noch einen hübschen kleinen Öltank. Der muss noch mit. Und da oben hatten wir ja alles leer geräumt, genau. Und war nichts mehr, hier ist auch noch was übersehen worden. So ein Lawine hat er sich doch glatt durchgeschlichen. Und hier die Balken interessieren keinen. Da ist noch einer. Mit gut gezielten Schlägen geht es ihm an den Kragen. So, ich hau den Wagen voll. Dann hole ich den Rest. Dann wird veredelt, das übliche halt. Und dann gucken wir mal, was wir an Werkzeug kriegen. Ich will einen Brenner, ich will einen Brenner, ich krieg einen Brenner. Und einen Winkelschleifer, ja, da müssen wir mal gucken. Das, da reicht es mir gerade auch nicht mit den... Da war das, glaube ich, Nummer 8 draußen. Die ist rausgefallen. Durch die Wand durch. Winkelschleifer. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da hätte ich, glaube ich, einen Punkt setzen müssen. Der fehlt hier. Damit wir die Rohre kriegen. Da ist auch noch eins draußen. Und sogar noch zwei. So, da. Mal gucken. Da ist ja auch noch eine Kiste. Silberschrott.
Ja, beinahe übersehen hier das Ding. Oben auf dem Dings. Da ist auch so ein komisches Rohr. Was ist mit dem? Das macht nichts. Macht nichts. Da kriege ich die Tür nicht auf und da war ich ein Meister. Ansonsten ist hier nichts zu machen. Und hier ist auch noch was. Das geht auf alle Fälle ziemlich flott. Komme ich schon auf den nächsten. Da sind die Dinger ganz fix dann weg. Ja, dann haben wir hier erstmal alles runtergeholt, was geht. Gucken wir mal, ob wir dann hier noch neues Werkzeug bekommen. Da habe ich übrigens, wie ich sehe, gerade einen Skillpunkt irgendwo gekriegt. Nochmal zu den Werkzeugen. Okay, das ist schon auf 2. Gut, dann habe ich nichts gesagt. Damit das da weitergeht. Und beim Brenner müssen wir gucken, dass wir da. Apropos, Dietrichpreise, zwei Dietriche. Equipment-Slots, Springergeschwindigkeit, Meisterschloss. Das müssen wir mal machen. Dietrichpreise runter, Dietrichpreise runter. Ne, wir gehen erstmal zum Veredeln, gucken wir, ob wir was kriegen, edeln können. Alkohol kann aber gleich weg, Alkohol kann gleich weg. So, hier hast du den Alkohol. Mach dir nicht die Jacke voll. Silber kann auch weg. Blei und Stahl. Warum stehe ich immer hier? Warum brauchen wir nicht bis da? Benzin ist ja schon fertig. Stahl. Was machen wir da? Wir haben hier Stahl und Stahl. Achso, das geht gar nicht. Wir haben Aluminium. Aluminium. 8 Stück. Okay, wir haben also hier Stahl und Gusseisen. Können wir nicht machen. Wir haben Stahl, Aluminium. So, 8 und 8. 500 Grad. Ab geht's. Geht hier um Gusseisen, haben wir gar nicht. Wir haben hier nur Blei. Gehärteter Stahl, unlegierter Stahl. Messing.
So. Stahl 19. Stahl und plus 1. So, Stahl. 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 Benzin. Blei. Blei kann ich nicht gebrauchen bis jetzt. Also wird Blei. Direkt übergereicht. Benzin genau das gleiche. Damit hätten wir den Brenner freigeschaltet. Konzentriere dich auf das Ausbrennen von zerkratzten Griffen, Scharnieren von Schrottgegenständen, Kraftstoff. Geht dir schneller Brennstoff aus. Kaufe im Baumarkt merkt. Verbessere, sammle mehr Erfahrung, indem du Punkte in deinem Fähigkeitsbaum ausgibst. So, was noch offen ist, ist der Winkelschleifer. Den kriege ich nicht zusammen, die 1600. Kraftstoff, warum kann ich da nicht Kerosin nehmen oder sowas? Oder Benzin? Das ist jetzt gerade verwirrend. Ne? Selbstversorgend. Nimm den Kraftstoff, den hast. Unlegierter Stahl. Aus rostigem Stahl und tausend. So viel Stahl in der Tasche. Komm hier, das wird verkauft. Das wird verkauft. Das ist aus dem Stahl und Dings kann ich nichts machen. Hier, das wäre alles drin gewesen, aber naja. Hier ist man nicht schlauer. Jetzt brauche ich die Kohle. Habe ich jetzt auch. Nee, habe ich nicht. 1600 steht da. Wird immer noch ein Berg. Wird immer noch ein kleiner Berg. Macht nix. Beim nächsten Schiff bin ich einsatzbereit und außerdem haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir mal ein bisschen mit dem Brenner rumspielen.
Ups, falsche Taste. So, Brenner, Kraftstoff 500. Ach so. Man irgendwo, ah, Treibstoff unten rechts. Aber eine Nummer hat es nicht drin. Das ist eine Friemelarbeit. Da muss man richtig gut zielen. Man könnte natürlich auch mit dem Mauspfeil von oben nach unten ziehen, aber das Problem ist, das ist etwas unpräzise. Deswegen. Wenn man es so lange zieht, dann. Fähigkeiten verschalten, nee.
So, da noch und da noch und da und da und da und da. Oh Gott. Das Ding ist gar nicht alle. Komm, ballern in mehr Treibstoff, als mir lieb ist. So, langsam kriege ich es raus. Also pro Punkt braucht man 2 Schweißpunkte. Trotzdem bin ich gleich abgebrannt. So, Brenner ist alle. Die Heizkörper sind natürlich die undankbarsten, wie ich finde. Weil die geben halt am wenigsten. So, Werkzeuge. Plus 5 Benzinbrenner.
Aber nach einem Tag will ich das Schiff nicht haben. Das ist leer gelutscht. Hier mal Gusseisen. Ja, das kannst du behalten. So. Jetzt aber hier Speedy Gonzales. Zwei Dinge muss ich machen. Erstens alles schnellstens verkaufen. Und zweitens vor der 8. Stunde das neue Schiff draußen haben. Egal was es ist heute weg. Ich brauche das Kleingeld für das nächste Schiff. Ah, verdammt, da war ich zu spät. Da war ich zu spät. Lehne ab. Ja. Was habe ich denn in der Tasche? 1463. So, die hatte ich, die ist dran. So, Beute 5 bis 10 Öl, Beute 15, 42 am Tag. Baue Baracken, um einen Arbeiter einzustellen. So, da sind doch die Baracken. Schaltet frei, Ability Employ Walkers. Kosten 1200, Kupfer, Gusseisen und Kerosin. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ist das hier noch irgendwas? Nö. Ja, dann ist doch das Ziel klar, aber das Schiff ist noch das alte. Haben wir noch irgendwas noch nicht? Ah ja, ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, was ich brauche. Lötlampe. Was?
Gut. Ja, dann gehen wir halt mal ein bisschen hier auf die Pirsch. Das geht doch jetzt hier recht flott mit dem neuen Hammer. Gut. Öl passt noch. Gusseisen auch noch. Zwei bis sechs Titan, vier bis acht Benzin. So, hole ich mir noch ein bisschen Kupfer.
So, was ich brauche da? Gusseisen 10 und Kupfer 10 und Kerosin auch 10. Gusseisen 10. Ja. Also jetzt werde ich hier die Brücken bauen. Ich weiß nicht genau, was das auslöst. Manche dieser Bauarbeiter haben irgendwelche Werte stehen, als ob die bestimmte Ressourcen erzeugen würden oder finden würden. Ich hätte gehofft, dass die mir dann helfen, das Schiff zu zerlegen. Vielleicht indem ich dem einen einfachen Einerhammer in die Hand drücke und der dann losgeht und die Einer-Dinger zerlegt. Aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Tada. Ich brauche Gusseisen. Habt ihr da oben noch irgendwo Gusseisen? Das Ding liefert Gusseisen.
Ja, ist wieder. Ist die kniffligste Aufgabe von allen, ja. Finde den Punkt. Und glühtet Bändchen weg. Und es explodiert. Sag mal, ist echt eine Sisyphusarbeit. So, ich denke mal, bis auf wenige Sachen, die nicht zählen. Haben wir alles weg. Ja. Naja. Theoretisch haben wir ja, denke ich mal, alles gesehen, was es hier im Spiel zu sehen gibt. Zumindest alle Werkzeuge haben wir jetzt mal dran gehabt. Klar, es gibt noch den Winkelschleifer und wenn ich jetzt hier in die Schnellleiste reingucke, da scheinen noch zwei Sachen zu sein, die aktuell nicht zu sehen sind. Kann sein, dass die dann später dazukommen. Nehmen wir mal an, dass dazu unter anderem auch das Schweißgerät gehört, dass man dann wirklich das Schiff zerschneiden kann oder vielleicht ein größeres Gerät ist, was halt gleich Schiffe in Stücken schneidet oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also so separiert meine ich. Ja, dann geht's. Und ja, nee. Haben ich meine ganze Menge gesehen.
Ihr habt euch einen Eindruck machen können, was in diesem Spiel eure Aufgaben sind, was ihr zu machen habt, ob euch das Spiel Spaß machen würde. Ich denke mal, da sind ein paar oder ausreichend Infos geflossen. Und nur, dass ihr da eine Entscheidung treffen könnt. So, ich werde das hier wieder auf Kerosin umstellen. 500. Bitte einmal durch. Dankeschön. So, dann packe ich da auch mal Stahl rein und Kupfer. Wobei, da war ja was, da war ja was. Die Baracke hatte Kerosin, Kupfer und Gusseisen jeweils 10. Benzin gab es nicht. Kupfer. Und Gusseisen jeweils 10 sind da drinne. Das heißt, der Rest kann von mir auf die eine oder andere Weise verwurstet werden. Ich habe hier auch noch Kerosin. Sehr schön. Benzin raus, Kerosin rein. Das sind dann 3x3. Hier nach oben drauf kommen. So. Und hier packen wir einmal Aluminium rein und einmal. Jawohl, ist auch bei 500. Und legierter Stahl. Schussstahl und legierter Stahl. Davon haben wir jetzt ein paar mehr. Und zwar haben wir davon nochmal 4 und da haben wir nochmal 2, 2, 4. So, und legierter Stahl bei 1000. So, die kommen hier rein. Quest. Ich keine Quest. Quest und den Gitterstahl. Habe ich 8 Stück. Ich brauche 9, war ja klar. Aber ich habe hier noch Kupfer. Heißt, ich darf noch mal. Komm, 5. 5 unligierter Stahl bei 1000. Geht nochmal einen Stapel durch, damit wir die Quest voll haben. So, dann rotzen wir mal auch gleich rüber. Zum Abgeben. Neues Level. Und da hinten ist eine neue Quest aufgetaucht. Da gucken wir noch mal, was der so hat. Kerosin und Aluminium. Kerosin taucht immer wieder auf. Gibt's noch? Kann man also annehmen? Hoppala. Gibt's hier.
Verbessere dein Lager, um mehr Slots freizuschalten. Wie mache ich das? Ist ja kein Schild mehr und keine Info, wie ich das machen kann. Ah, Werkstatt-Upgrade, da ist es doch. Kosten 500, 50 rostiger Stahl, 10 Kupfer. Rostiger Stahl. Und Kupfer. Benzin. So, rostiger Stahl und Gusseisen. Ich brauche Stahl und Gusseisen für Gussstahl. Ab ins Bett. Ab ins Bett, da bin ich gut aufgehoben. Und da kommt mein neues Schiffchen. Das Schiffchen mag ich sehr. Oh, die fahren aber da weit drauf. So, dann werden wir uns noch mal kurz dieses Schifflein angucken. Und eine der letzten Handlungen, die wir machen werden, ist Schlösser knacken. Einfach mal, weil ich kann. Weil ich gut bin im Schlösser knacken. Bis auf einen kaputten Dietrich sind noch alle Dietriche da. So, es gibt ja auch einen Aufbauten.
Also das Schiffchen sah kleiner aus wie das letzte, aber es scheint doch größer zu sein, als man auf den ersten Blick denken mag. Vor allen Dingen, da es auch jetzt einen zugänglichen Bereich hat, einen weiteren. Aluminium, Stahl. Was ist da? Da sind noch Kisten mit Alkohol, die geheimen Reserven der Fischer und Kaperfahrer. Ich würde den Schrank erstmal aufmachen, aber das geht nicht. Rostiger Stahl, Wassertank. Ja, interessiert mich nicht. Interessiert mich. Kiste, 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 Kiste. Titan. Ja, da ist nichts weiter. So, ab zur Tür. Einkaufen. Edelstahl und Chemikalien. Also die Regale sind zwar etwas schmutzig, aber sehen trotzdem gut aus. Kann man das schön ölen? Ich bin wieder voll. Aber, hoppala, eine sperrt. Wird doch ja nicht voll sein. Kisten sollen mir nicht im Weg hochstehen. So, wo geht's denn jetzt runter? Da geht's runter. Da geht's runter. So, was haben wir denn hier? Hier, hier. Sind auch wieder Kisten, die im Weg hochstehen. Schön Ölteppich, sehr schön. Jede Menge Fässer. Hier geht's wieder hoch. Da habe ich eine kleine Kiste übersehen. Und wir sind auf der zweiten Ebene. Auch wieder irgendwelche Kisten, Kühlschränke.
Dritte Ebene. Tresore. Ich muss unbedingt Meister machen, das wird sonst nicht mit den Schätzen hier, die hier überall rumliegen. Chemiefässer, okay. Da kommt, hier kommt man ja nicht hin, wa? Da unten ist irgendwie keine Ebene drainiert. Okay. Ist eine Ebene höher. Ja, wie ist denn der Fahrer gerade rausgekommen hier? Noch ein Tresor. Dass die auf dem Kahn keiner fahren will, kann ich gut verstehen hier. Reinste Labyrinth hier. Bricht man sich ja die Beine. Oh, dann haben wir hier alles gesehen. Bis auf eine Kleinigkeit, die wir nicht gesehen haben. Ups, da war ich jetzt zu schnell. Da geht's noch hin. Da ist noch eine heime Tür. Die gucken wir uns mal an. Da will ich noch wissen, was da für Schätze drin sind. Ach, ich hab gerade Überlegung, kann man da nicht auch drunter durchkrabbeln? Nee. Dann doch zu hoch und niedrig. Aber komm, wir sind ja hier gleich fertig. Da ist es unten. Und gucken wir nochmal ganz neugierig, was hier drin ist. Gusseiserne Werkbank. Die Kiste. Viele lustige Sachen. So, wir sind voll. Haben wir alle gekriegt. Titan und Edelstahl. Und jede Menge Alkohol. Gut. Dann verkaufe ich das, baue eine Baracke und speichere das Spiel und dann ist leider Schluss. Ja, irgendwann müssen wir ja aufhören, ne? Und wie er sagt, das ist so schön, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ja. So, also Alkohol, rüber da und das sollte erstmal gewesen sein. Hier haben wir noch Silberschrott, der kann auch noch weg. Stahl bleibt, Aluminium bleibt, Benzin können wir aktuell nicht gebrauchen. Blei. Gucke ich mir gleich nochmal an. So. Haben wir jetzt hier noch für Schuppen-Upgrade?
Werkstatt, Kupfer fehlt noch. Komm hier, Kupfer. Was, zu wenig Kupfer? Kupfer, Kupfer. Müssen wir hier nochmal. Na, nicht mitgekriegt. Hat er nicht mitgekriegt? Ach, wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Ich dussel, dussel, dö. Kerosin, Gussstahl und Messing. Das sind die Sachen, die. Und 3500. Das sind die Sachen, die wir müssen, um Tier 2 zu kommen. Ja. Warum da? Ja, kein Pinke da. Hier ist das Pinke, was wir brauchen. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann ist das so. Und wie war das jetzt mit dem Bracken? Gusseisen und Kerosin. Ja, haben wir alles nicht. Haben wir alles nicht. Gusseisen haben wir da. Kerosin haben wir auch da. Nee, Kerosin haben wir nicht da. Kerosin ist noch in Arbeit. Gut. Macht nichts. Wir speichern jetzt. Jetzt ist Feierabend hier. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Habt ein bisschen gesehen, was in dem Spiel so steckt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bye bye.